Die Ausbildung im Jahr 2030 wird auf jeden Fall viel individueller gestaltet werden. Und wir stellen uns das so vor, dass wir quasi ein modulares Ausbildungssystem haben, in dem wir quasi sagen, der Azubi kann sich seine Kurse selbst buchen und alles selbst frei gestalten. Das wird dann so ablaufen, dass alle Azubis ein Grundjahr absolvieren müssen, in dem sie in die verschiedenen Bereiche reinschnuppern können und dann so auch wissen, was ihnen gefällt. Und je nachdem, was sie dann später machen wollen, dürfen sie dann ihre Pflicht- und Wahlmodule frei wählen. Die Ausbildung wird dann im Betrieb und zu Hause stattfinden, weil man eben zu Hause auch theoretische Lerninhalte sich selber beibringen kann, mit zum Beispiel VR-Simulationen. Aber es wird natürlich auch noch in der Arbeit ablaufen, um theoretisches Wissen da in der Praxis zu vertiefen. Es gibt quasi ein System, das alle Lernerfolge aufzeichnet, mit verschiedenen Algorithmen dann berechnet und daraus dann die Lernerfolge darstellt, wie weit der Azubi selbst schon ist und wie viel er über ein bestimmtes Fachgebiet schon weiß. Die Eigenverantwortung soll bis zum Jahr 2030 schon als Haltung gesehen werden, also dass man sagt, sie ist von Grund auf da und jeder ist so eigenverantwortlich, dass er die Ausbildung auch selbst durchzieht. Wird es auf jeden Fall noch nötig sein, sich mit anderen Azubis zu treffen, eben zur Pflegung sozialer Netzwerke oder einfach um zu schauen, welches Modul sie gerade absolvieren oder wie ihr derzeitiger Stand der Ausbildung ist. Fahren wird in Zukunft auf jeden Fall einfacher werden. Eben durch das autonome Fahren ist es für den Azubi leichter, zur Arbeit zu kommen oder auch wieder nach Hause zu kommen. Die größte Errungenschaft wird eben sein, dass die Azubis unterstützt werden durch künstliche Intelligenz und dadurch ihre Ausbildung individuell planen können und auch unterstützt werden durch verschiedene Technologien wie AR- und VR-Technologien.